gefallen. Wir sind heute wieder mal in Feuerbach und schauen uns den Baufortschritt an. Gleis 1 und 2 sind ja jetzt wieder normal in Betrieb für die S-Bahn und auch, denke ich, für die durchfahrenden Züge, zumindest Richtung Innenstadt, fährt hier durch und stadtauswärts muss. Na, ich habe mich getäuscht, wir haben drüben beide Gleise. Hatte es doch nicht mehr so in Erinnerung. Jedenfalls haben die beiden hier geholfen. Und beim Reinfahren habe ich schon gesehen, dass wir vorne vom neuen, ich nenne es mal Druckbauwerk, man kann es auch Tunnel nennen. Jedenfalls sieht man deutlich die Armierung und das sieht wirklich beeindruckend aus. Wir sind gleich da. Sieht, hier hinten ist die Armierungsstahlplatte drin, das Lochrasterblech und links ist die Schalung komplett. Rechts ist sie mindestens zur Hälfte oder zwei Drittel, auf jeden Fall noch das Stück hier und dann kann dieses Teil eingegossen werden. Am Winkel sieht man, es geht steil nach unten, denn es muss ja in dem Bereich da hinten die S-Bahn-Gleise unterqueren. Und links sieht man, der Bauarbeiter kam gerade aus der Grube. Da haben wir von hier wenig Einblick, aber vielleicht kann ich da noch von oben, hoppla, von oben mal draufhalten.
Hallo. Auf meinem kleinen Display dachte ich, ich habe hier eine Halluzination, da verschwindet doch was. Aber offensichtlich ist hier ein Baustellenaufzug installiert. Und der Kabel ist gerade nach unten gefahren. IC2 nach Karlsruhe. Mein Favorit, immer wenn ich nach Nürnberg fahre. Ja Leute, also das versuche ich jetzt mal. Ich laufe außen rum und spätestens von da oben möchte ich einen Blick auf die Grube haben. Bis gleich. Ja Leute, vielleicht vergesse ich es auch mit der Wanderung da oben rum. Vielleicht kommen die auch noch. Aber ich bin jetzt mal in die andere Richtung am Bahnsteig gelaufen und muss sagen, hier habe ich noch einiges entdeckt. Also die gesamte Strecke des Bahnhofs Feuerbach wird hier gerade bearbeitet. Und nachdem ich hier das Großbohrgerät entdeckt habe, dachte ich mir, ich schalte die Kamera nochmal ein. Also ich sollte in nächster Zeit immer wieder mal in Feuerbach vorbeischauen.
Ja, und links im Bild zu erkennen, da ist einer noch fleißig. Das schauen wir uns natürlich mal an. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich was mit dem Projekt zu tun hat. Also auch von hier sieht es aus, als hätte es mit dem Projekt nichts zu tun. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil wir sind ja immer auf der komplett anderen Seite der Trasse. Und wenn man die Brachfläche hier anschaut, dann ist es bestimmt eine Umgestaltung der Nutzung. Leider habe ich auch hier kein Schild irgendwo entdeckt mit einer Erklärung. Aber ist nicht so schlimm, wir werden es weiterhin beobachten. Hier sehen wir den neuen Brückenteil über die Borsigstraße für die Fernbahn. Und ein bisschen weiter links, wenn die S-Bahn durch ist. Sehen wir den Beginn der Baustelle. Also hier beginnt sozusagen Stuttgart 21. Und damit ist es auch eindeutig geklärt, dass das hier eine andere Baustelle ist. Wie schon vermutet, diese Brachfläche wird umgestaltet.
Hier haben wir auch mal was für die S21 Gegner. Also hier wird der S21 Schrott entsorgt. Ja, also wenn man Züge filmen will, ist man hier gut positioniert in der Raschauer. Da bekommt man genug ab. Also langsam beginnt die Umgestaltung des Feuerbacher Bahnhofsgebäudes. Hier erstmal noch was Optisches, aber das ist auch schon ansprechender als die letzte Baustellenwand hier. Und außerdem ist hier der Bäcker eingezogen. Und so geht es Zug um Zug weiter in dem Bahnhofsgebäude. Seht, haben wir mittlerweile diese Stelle erreicht an der Simonstraße mit Blick auf den Bahnhof und die Baustelle. Hier nochmal die Armierung von
dem Zufahrtsschacht beziehungsweise Ausfahrtsschacht. Das ist jetzt eine gute Frage. Nachdem rechts noch Platz ist, schätze ich, es ist das Gleis Richtung Stuttgart. Sehen wir einen Teil von dem fertigen Bauwerk. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.